Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sniper Elite 5. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, 41 Kills haben wir jetzt insgesamt in Invasion der Achsenmächte. Ich habe meinen Charakter mal wieder gewechselt. Der blaue Offizier war doch sehr, sehr auffällig. Und ja, ich will heute auf jeden Fall weiter loslegen. Denn das nächste, was wir freischalten, ist der Karabiner 98K. Dafür fehlen noch krasse 9 Kills. Aber wer weiß, vielleicht haben wir heute ja etwas Glück. Ich suche mal eine Runde, gucken, vielleicht finden wir sofort eine. Und dann geht's direkt rund. Und ja, bin gespannt. 9 Kills wäre natürlich ein Träumchen. Aber dann seht ihr, der nächste bei 60, dann bei 75 und dann bei 100 der letzte. Und da gibt es ja dann den Ghillie-Suit, der verdammt cool aussieht. So, ich sehe schon, es dauert lange. Eine Sekunde. So, gut, dass es eine Pausenfunktion gibt. Was? Wie hieß er? Und was ist es? Scharfschütze Mittel, ein, normal, 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 normal. Okay, wir sind bei besetztes Chaton. Eine schöne Map auf jeden Fall. Im Hintergrund läuft die Klimaanlage. Ich hoffe, das Rauschen stört nicht allzu dolle, wenn ich quatsche. So. Ich soll mehr die Leute markieren. Die hier. Wurde mir gesagt. Ne? Der ist ja zum Beispiel gelb. Der ist im Alarmbereitschaft. Das heißt, dass der wahrscheinlich gar nicht so weit weg ist. Oh, aufpassen, dass ich überfahren werde hier. Hier liegt schon eine Leiche. Jetzt schrecke ich erstmal die Tauben auf. Wo ist der? Wo geht's denn hier hoch, verdammt? Kraxel erstmal hier hoch. Die höchste Position erlangen ist immer das Sinnvollste. Nein, Quatsch. So. Wo haben wir denn hier Soldaten? Die wir uns angucken können. So, ich hatte eine kurze Pause gemacht. Am Wochenende hatte ich meinen Sohn da. Also nicht wundern. Die 100 Kills, die wollen wir auf jeden Fall voll kriegen. Vor allem die 50 für den Karabiner. Oh, hier wird der echt schwer zu finden sein, jetzt mal mit dem Augenblick. Was ist denn mit dem Auto hier? Und der ist der Generator. Der Trick ist ja ein bisschen, der ist jetzt gelb schon, der. Aber der kann doch nicht dauerhaft gelb bleiben. Irgendwann muss er doch mal sagen, der, oh gut, ist doch keiner. Außerdem habe ich noch ein ganz unfreundliches Kommentar bekommen in einer Folge, ich weiß nicht welche, dass mein Orientierungssinn und meine Map-Kenntnisse hier gleich eines Dreijährigen sind. Also frecher geht's ja gar nicht, ne? Als ob ich, muss ich jede Map auswendig kennen? Ich bin ja auch jetzt erstmal 41 Kills. Als ob ich jede Map da plötzlich auswendig kenne. Also ein bisschen Freundlichkeit kann man auch am Tage legen, ne? Also ich gebe mir ja auch Mühe. Und ich glaube, der ist schon im Chaton. Hier ist es ja auch nicht so einfach, den Gegner zu finden. Man kann zwar anrufen, hier liegt so eine Leiche, aber man muss halt schon ein bisschen gucken, ne? So Hinweise folgen wie Leichen. Ab und zu einfach mal spähen. Da ist zum Beispiel noch einen, den kann ich mal markieren. Der ist zum Beispiel blau, der ist total tiefenentspannt. Ah, hier ist sowas wie ein Traum. Ja, wenn der daran vorbeilatscht. Aber wie gesagt, meine eigenen Truppen soll ich öfter markieren, damit ich mehr hilfreiche Tipps bekomme von denen. Der ist nämlich aufgeregt. Ist gelb. Also mehr auf meine eigenen Truppen achten. Da habe ich schon so den Verdacht, dass er schon tatsächlich da irgendwo rumoxidiert, der Herr. Problem ist halt, dass er sich ja auch ganz anders verstecken kann, als die KI ihn sehen kann. Also er braucht ja nur in so einem doofen, hohen in so einem Gebüsch sein, dann ist er ja schon unsichtbar für die, aber nicht für mich. Weil KI jetzt ja in der Richtung geguckt hat, ist man natürlich wild dahin zu äugeln.
Das ist aber wieder so eine riesenfreie Fläche. Bin aber trotzdem mutig. Zu verlieren hat man ja nicht viel. Man kann ja nur gewinnen oder verlieren. Mehr geht ja nicht. Okay. Da wird wild geschossen. Das ist keine gute Deckung. Ich hab ihn schon. Wow. Wow, sogar ein Headshot, ey. Das war natürlich nur Luck. Der war schön leise. Aber ich habe auf euch gehört. Ich habe mir genauer angeguckt, wie meine Charaktere, wollte ich gerade sagen, wie meine KI-Kumpis da agieren. Und suche direkt die nächste Runde. Dann sind wir bei 42. Haben direkt alle gefunden. Auch schon wieder derselbe. Artillerist 96. Ich war sogar Artillerist, tatsächlich. Bei der Bundeswehr. 8 Jahre lang. Vielleicht kennen wir uns ja, wer weiß. So viele Artilleristen gab es ja. Also es gab viele Artilleristen, aber nicht so viele Einheiten. Aber wir wissen ja eigentlich schon, wo er ist. Na, ihr beiden, macht ihr schon Pause. Der wird wahrscheinlich vorher sterben, bevor ich den überhaupt erreiche. Geben wir ihnen ein wenig Chancen. Aber mein Ziel ist eigentlich nicht immer dieselben zu erwischen, weil das echt echt lame ist. Er hat ja gespeichert. Da wird geschossen. Ich glaube, der ist schon drin. Oh, ich höre das eher von hier. Immer mutig. Boot ist auf jeden Fall noch nicht. Hallo? Du hast mich erschrocken. Wir rennen jetzt direkt zum Ort des Geschehens. Ne? Ich habe leider kein Sichtfeld. Ich will noch mal einen Versuch wagen. Immer die zeitverzögerte Granate, die geworfen wird. Fensterkraxe? Nee, ne? Aber auch ein bisschen vorsichtiger. Das ist ein deutscher Soldat. Das Beste, was er machen kann, ist immer kurzzeitig sich zu verstecken. Aber da geht es richtig rund. Hat er den Alarm ausgeschaltet? Ja, der ist nur ein bisschen aufgeregt. Er hat seine Position gerade mal massiv verraten. Gibt es nicht viel, was ich hier tue? Geht schlecht, ne? Nein, mein Freund. So schnell fürchten wir uns nicht. Kommen die Kollegen. Er hat sich irgendwohin verpieselt. Und bleibt aufgeregt. Kollege. Okay. Sind die jetzt so schlau, dass sie den dahinter verfolgen? Wow! Ich hab ihn gefunden. Na gut, der ist ja nicht blöd, ne? Der weiß, dass sie hier von da kommen. Oh, ein Schuss! Oberschenkel. Mit einem Oberschenkelschuss. Gut, jetzt haben wir den schon zweimal erledigt.
will jetzt nicht noch mal ein drittes Mal gegen den kämpfen müssen. Das ist unfair. Okay, Basin Prun 688. Das ist ein anderer, der will aber nicht. Wir müssen weitersuchen. Es fehlen noch 7 Kills, bis wir den Karabiner freischalten. Danach nur noch Skins. Von teilweise ziemlich dämlichen Skins bis lustigen Skins. Ja, können wir mal gucken hier. Leider kann man das schon vorher sehen, obwohl der ist ganz cool. Der ist ziemlich cool. Und der ist natürlich der epischste Scharfschütze mit Ghillie. Deutsche Elite-Scharfschütze. Fallschirmjäger. Scharfschütze. Gut. Schade, man kann sich ja so dolle spoilern. Wäre cooler, wird das Überraschungen werden, die man als Charaktere bekommt, ne? Man weiß doch gar nicht, welcher da als nächster freigeschaltet wird. So, ich gehe mal in Pausenmodus und such. Gefunden. Wir sind schon wieder da. Okay. Mir gefällt die Map, mir gefällt sie sehr gut. Hat ja zweimal gut geklappt. Da-da. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich sollte öfter mein Fernglas benutzen, wurde gesagt. Wissen wir hier, dass hier alles blau ist. Hier ist alles safe. Da ist aber ein Alarm ausgelöst und auf schwuppdiwupp dahin. Hat natürlich nichts zu bedeuten, dass er an der Position ist. Da wurde der Alarm ausgelöst. Er geht dahin. Aber in blau? So. Wir bleiben hier mal unsichtbar. Die anderen sind alle ziemlich tiefenentspannt, ne? Ist einfach nur wegen den Alarm. Er kann ja auch petzen. Er ist im Gebäude. Das interessiert die einfach gar nicht, ne? Er wird im Gebäude sein. Oh, das ist sehr hoch. Das hältst du aus. Vermute arg, dass er im Gebäude ist. Das ist nämlich auch schon ein bisschen gelb da drin. Ein bisschen heilen. Oh, ich hatte nur einen. Oh, komm, ernsthaft. So, mein Fehler. Ich dachte, ich hätte noch eine Kompresse. Okay, kann man echt kaum schleichen als Spieler, ne? Wir sind ja einfach überall Gegner. Kreuz und quer umherlaufen. Okay, du musst doch was gesehen haben. Hast du nicht. Mitten in den Gelben. Ich gehe wirklich davon aus, dass er da drin herumschleicht, aber wo? Was ist denn hier? War ich auch noch nie. Ja, als Sniper ist er erhöht natürlich immer fein. Habe ich eigentlich kein anderes Fernglas? Habe ich nur mein Scope? Ein bisschen als Petze mit benutzen. Treppensteigen ist immer anstrengend. Aber jeder Spieler reagiert auch anders, wenn er ganz mal gejagt wird. Ich darf da nicht durch. Da. Hab ihn gefunden.
Der war leicht zu finden. Der war wirklich leicht zu finden. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Kocht da rum? Ja, ja, das ist doch keine KI. Läuft doch keine KI rum. Kokain-Xanta. Okay, das ist ein seltsamer Name, aber was soll's. Der Landtickwall. Also bis jetzt läuft das mega. Ich nicht erwartet. Wir sind gerade bei 15 Minuten. So weitergeht, schaffen wir wirklich noch das K8-Notes frei zu schalten. Obwohl es kann ganz schnell anders gehen hier. Schneller, als du gucken kannst sogar. Aber wir haben schon Rot. Okay. Ja, es ist für mich nicht wirklich ein Sieg, muss ich sagen. Wenn der von der KI umgebracht wird, da ist das nicht so lustig. Also kein Erfolg für mich, sag ich mal. Akarta. 1, 2, 3, 8, 9, 8. Atlantikwall. Seid ihr immer alle auf dem Atlantikwall? Warum? Ich habe auch noch nie ein Spiel gespielt, wo du einfach so in der... Ich kann mich nicht bewegen. Gar nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe einen Bug. Seht ihr das, wie das zittert, wenn ich die Maus bewege? Jetzt kann ich nicht so richtig zielen. Ganz komischer Bug. So ein Zitterbug. Mal da irgendwas ändern? Man kann nur verlassen, also das scheint nicht weit weg zu sein, aber ich kann mich gar nicht richtig bewegen. Boah. Ich kann auch nicht laufen. Soll ich einmal hinlegen oder so? Ich kann mich nicht hinlegen. Irgendwas stimmt ganz feste nicht. Darf auch nicht schießen, seht ihr das? Gut, ich muss hier leider raus. Ein Sieg für den Spieler wegen ein Bug. A Living Stone. Ich weiß auch nicht, wie gut die sind. Ne? Schutt und Asche. Oh, die Map ist scheiß schwer. Wenn du da gar keine Ahnung hast, wo der Gegner sich befindet, hast du gar keinen Schimmer. Er spielt Elite-Scharfschütze schwer. Widerstand des Spielers verringert. Uiuiui. Eine Konzentrationssekunde. Wir sind ein bisschen eher da. Ein bisschen auffällig, aber er ist blau. Panzi. MG-Schütze. Viele Geräusche. Ich glaube, der ist irgendwo runtergerutscht, gerade in der Nähe. Eine Leine gewesen? Ja, da. Das hätte ja wohl jeder gesehen, wenn er hier runtergekommen wäre. Boah, mir schrocken. Das war jetzt aber wirklich ein lauter Knall. Sehr laut hier die Map. Was mit dem im Kino?
Wir sind ja alle tiefenentspannt, ey. Ich möchte gerne wissen, was sein nächstes Ziel ist. Okay, einzelner Schuss. Ganz nah. Weiß nicht, ob das wieder ganz normale Deutsche sind, die ballern. Oder er sich da ein paar wegpustet. Die scheiß Schütze, ja. Also schießt nur die KI. Aber trotzdem komisch. Schon mal ein Telefon für den Fall der Fälle. Hat sich vorhin auf jeden Fall so angehört, dass man da rutschen würde. Warum? Aber hier muss er erstmal hinkommen. Er weiß ja jetzt, wo ich bin. Und wir gleich auch, wo er ist. Aber wenn er so leise ist, dann ist es echt schwer. Hier nicht rumkraxeln. Warum ist das MG nicht besetzt? So. Konzentration. Zu Befehl. Na. 100 Meter ist er nur weg. Oh, das war nicht geplant. Der wird gleich aufmerksam. Der muss da hinten irgendwo sein. Das kann ja wieder überall sein, weil es so lange her ist. Okay, okay, okay. Warum Spaß? Weiß er nie. Camping entdeckt. Ich weiß jetzt ja, wo er ist. Das hat er sich ja komplett verraten. Hey, komm, jetzt ist Camping entdeckt doch wohl vorbei. Missionsgrenze, darf ich ja nicht lang. Da darf ich nicht klettern, ja toll. Fies. Da oben will ich nie bleiben. Vous avez la promesse du Troisième Reich que vous serez traité avec miséricorde.
Ah, scheiße, ich dachte, das wäre gewesen. Da putze ich die Kugeln aus dem Anzug. Oh, alles gut. Nichts passiert. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo er ist. Kollege hier. Könnte gut petzen. Konzentration. Wenn links. Weit weg sogar. Er geht sehr sneaky vor. Ich hab's wieder gehört. Scheint sich nicht doll um mich zu kümmern. Ich höre ihn ja schießen. Er hört ja auch diese Schallgedämpfte-Pistole, ne? Nur die Leichen dafür nicht, ja. Er ist irgendwo hier. Wie kann das sein, dass der nicht verpetzt wird? Völlig in Ordnung, hat er gut gemacht. Der war schön leise. Trotzdem hat er Fehler gemacht, ne? Und ich habe ihn nicht erwischt. Und da kommt die Kugel und macht meinen Kopf weg. Völlig in Ordnung, aber krass, ne? Aber die Map ist auch sauschwer. Atlantic Bar. Hatten wir ja jetzt noch nicht lange mehr. Natürlich schön, wenn man sofort immer so einen Anhaltspunkt kriegt. Das Ding entdampft schon wie die Hölle. Wie kann der Mann schon so. Greift er dann zum Telefon oder was? Ich hier mal ab. Da ist Feld, sehr gefährlich. Oh, ein Bombentrichter. Wenn er nah ist, dann kommt er ja. Da petzt er sich ja selber. Aber immer wenn ich das Telefon benutzt habe, habe ich auch meine Position verraten. Schon wieder. Da müssten wir unbedingt mal sagen, wie das geht. Kann man denn immer die Position von mir enthüllen? Ist ja nicht so, dass ich offen rumlaufe oder so. Ein hohes Gras. Wie sieht es bei dir da hinten aus, Leuchtemann? Das ist im grünen Bereich. Er hat ein Ziel aktualisiert. Ach, guck mal da. Er konnte mich ständig sehen, aber hat gar nicht gewusst, dass er mich sieht. Das wird's sein, ne? Das ist die Kack-Bunkeranlage. Kann sein, dass er jetzt den Weg nimmt.
eh schwer zu treffen. Das ist schon fast eine große Entfernung. Ich hätte mich schon längst hätte erschießen können. Da oben läuft er. Hab ihn. Aber wo will er hin? Total dämlich. Du kommst hier nicht durch diesen Graben. Das ist das Blöde. Naja, gut, der konnte mich jetzt nicht sehen. Unmöglich. Erhol dich, erhol dich, erhol dich. Wir sind jetzt getarnt. Also schnell wie gerade konnte ich nicht schießen, ging nicht. Mal mutig hier, was soll's. Auch der soll eine Chance haben. Wäre unfair. Zu campen. Wo ich es gerne machen würde. Ist nicht mehr da oben. Das dampft und ist schon explodiert. Er ist im Bunker reingegangen wahrscheinlich. Dummer Griff. Ein raus. Ja, das ist das letzte Ziel. Ziele hat er noch da hinten, da diese Flachs. Oh, hier ist aber auch schwer in dem Bunker, in den Graben. Diese Anspannung. Hör ihn. Ein Latschen, aber ich habe konnte nicht erkennen, wo. Da unten oder hinter mir? Ich hab's ja geahnt. Da läuft er. Ich werfe mal dann harter. Er ist da unten drin. Er hat sich selber verraten mit dem Anruf. Aber das war gut. War ein schöner Kampf. Nein, nein, abbrechen. Keine Revanche. Ich will die nur einmal ärgern. Dann sollen sie ihre Kampagne gemütlich spielen. Oh, 5 noch. Das ist mehr, als ich jetzt irgendwie erwartet hätte.
So, das war gerade mal nix. Bin rausgeflogen. Los geht's. Spionageschule. Eine furchtbare Map. Furchtbar groß. Aber macht überhaupt nichts. Kadett einfach. Uiuiui. Der geht durch wie Rambo. Boah, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ohne Witz, ne? Ey, Kollege, ich zieh nur auf deinen Kopf, um zu gucken, wie es dir geht. Maschinenpistole. So. Könnte ein paar Items mehr geben im Spiel, finde ich, hier für den Modi. Der Multiplayer, der ist ein bisschen sehr lame. Werde ich auch noch mal eine Runde spielen mit euch, also zum Zeigen. Da bist du der Chef. Hier, Befehl erteilen. Muss auf der Hut bleiben. Den Offizier Befehl erteilen. Ja, der wird noch außerhalb der Schule sein, ne? Aber ist das nicht eine schlechte Schule, wenn die Spionageschule heißt? Boah, ich dachte, das wäre unsere Reihe. Das schreckt mich nicht so, ey. Alle noch absolut locker flockig weg hier. Das ist der Eingangsbereich. Vorsichtig! Entschuldigung. Entschuldigung. Mutter, der ist noch in Eindringmodus. Weil alles noch hier so locker flockig ist. Ja, und die Maps kenne ich schon ein wenig, ja. Da weiß ich, dass er von da kommt am Anfang. Wenn er nicht den anderen Einstiegspunkt gewählt hat, wenn er das schon kann. Aber ich glaube. Zwei Seiten zur Verfügung. Er spielt es auf sehr leicht, das heißt, die Gegner erkennen ihn auch sehr schlecht. Kopf guckt doch voll raus. Das wird gleich der Telefonhörer werden, glaube ich. Ja, seit das schon längst drin ist. Das ist verdammt weit. Über die Brücke geht keiner freiwillig. Liga. Ach, die erste ging so schön schnell. Was sagt der Deutsche Vertrist? Da kann ich das gar nicht lesen. Wir haben alle nix. Ah, das ist natürlich wunderbar. Ich bin damals von da gekommen, das weiß ich noch. Ach, da liegt schon ein Toter. Ich hab noch gar nicht gesehen, dann ist er schon hier vorbei.
muss auf der Hut bleiben. Das ist ja gut, schreie doch nicht so. Telefon. Muss mich konzentrieren. Bin mal gespannt. 260 Meter. Das in dieser furchtbaren Spionageschule. Ah, gleich kommt die Kugel geflogen. Wartet ab. Ich habe den Vorteil, dass ich hier rumrennen kann. Er nicht. Wir haben nur einen groben Ansatzpunkt, mehr nicht. Da oben? Ist er noch hinter der Mauer? Die Meter ja so schlecht einschätzen. Also jetzt nicht mehr, der hat ja seinen Standort bestimmt schon verändert. Irre. Das ist sehr, sehr tief. Tot. Der muss hier lang. Hat er nicht gesehen? Könnte er hier oder da oben lang? Ich würde oben lang gehen. Ja, da liegt doch eine Leiche. Und dann ist er hier hochgekommen. Er ist da lang. Gott, das Kuddelmuddel. Obwohl, da ist das ja Blödsinn. Da auch wieder eine Leiche liegt. Also jetzt tauchen langsam die Leichen alle auf. Meine markierten Soldaten sind echt dauerhaft markiert. Ich wusste das nicht. Ich muss den enthüllen. Verrat natürlich mich wieder. Konzentration. Sofort. Wichtig ist er schnell und hoch ist er auf jeden Fall. Hui. Den kenne ich noch von meinem Gameplay. Sinn gemacht? Ja, ne? Moment, Spider-Man.
Ich höre ihn. Ich höre ihn. Zu mir. Nicht viel mit Scharfschütze zu tun, ne? So rumgeballer. Aber hier in der Spionageschule ist das halt etwas enger. Also die haben das nicht mitbekommen, wie der getötet wird. Hallo? Was sind ihr für Soldaten? Aussteigen! Schnell! Los, los, los! Ja. Was seid ihr jetzt so aufgeregt? Oh oh. Hab grad ein Köpfchen gesehen. Hab eine Leiche gefunden. Nur deswegen. Wo ist der nur? Mann! Was? Hallo? Fast. Das war ein Deutscher, aber warum krabbelt er gerade einen Kopf hier rum? Nerdisch. Er ignoriert mich komplett. Oh, das ist eine Granate, oder? Oh, ich hab den noch gerettet, den Kollegen. Boah, der war schwer zu finden. Ja, er hat das Spiel verlassen. Ist aber in Ordnung. Puh, 46. Geht ja heute ab wie Schmitz Katze. Mann! Der nächste, Hippo 1. Hippo 1. Oh, für Liberation. Das Französisch nicht aussprechen, sorry. Das war noch nie meine Fähigkeit. Okay, bis jetzt wissen wir noch gar nichts. Sofort und zu Beginn wissen wir einfach nichts. Dann gehen wir mal auf den Turm. Er muss uns ja auch erstmal als den Scharfschützen identifizieren. Ne? Boah, ist das eine Map, ey. Irre. Konzentration. Wir müssen auf einen Fehler warten. Da fährt ein Tiger da unten rum. Er hat ja auch Ziele, die er erreichen will. Ne? Das ist ja nicht so, dass er da nur quer über der Map läuft und Langeweile hat. Nein, der hat ja auch Ziele, der Gegner. Da bin ich auch mal runtergerutscht. Hör doch mal auf. Ich denke immer, dass das ist. Wir campen mal wieder, aber ist egal. Dann hören wir auf zu campen. Versuchen wir mal darum, richtig schön zu erwischen. Boah, guck den Tiger an. Der dann mal so quer durchs Feld fährt. Aber keine Info, gar nicht. Ist da schon tot drauf oder was? Nö. Er schickt seine Waffe mal rein, raus, rein, raus. Hier irgendwas Schönes, was er sich nehmen will? Nee, ne? Hier Dokumente. Hier sind nur Karten. Flaschen.
Das Telefon, das hat noch Ewigkeiten wahrscheinlich. 2 Minuten. Das ist ein Haus, war das für ein Bewandtnis? Was denn? Achso, Spülung. Eine alte Spülung. Funkgerät und hier sind auf jeden Fall Kärtchen. Die kann er, will er bestimmt haben. Und weil ich sonst nicht viel damit anfangen kann, vermieten wir das hier einfach mal. La 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 la. Alarm! Auch Toplands können die verraten. Oh, die Map ist kein richtig groß geil. Es hier zu finden ist aus dem Nichts. Wie soll man das schaffen? Den Flieger hat ein Missionsziel. Da sind die Toten. Dass man die nicht vermieden kann, ne? Okay, er hat sich verraten. Krasse 200 Meter. Boah, mitten in diesem Feld, aber da bin ich nicht unsichtbar drin. Ist er in der Stadt? Aber wo? Ist auch nicht so verstecken vernünftig her. Bing, bong, bong. Ja, 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 ich brauche kein Telefon. Hat sich schon selber verraten. Ach, das ist immer schwer. Dahin zu rennen wäre jetzt auch Wahnsinn. Plupp, Gewehr auf dem Rücken. Ja, dann. Mal auf, ihn wegzuschieben. Ja, so ein Tiger kommt man echt schlecht vorbei. Da lang gehen. Ich habe gar nicht gemerkt. Lesen welche Modi. Was? Und wieder komplett erkannt. Sein Standort enthüllt. Über Menanet. Das ist direkt neben mir hier. Der Herr in der Scheune, würde ich sagen, ne? Der nichts erkennt, ne? Boah, der war gut. Der war richtig gut. Ohohoho. Gott sei Dank ohne Animation. Boah, einen schaffe ich noch, einen schaffe ich noch. Da sind wir nämlich bei 48, glatte Zahl, brauchen wir nur noch 2. Sehr viel realistischer in einer Folge. Wahnsinn, Wahnsinn.
Tada! Das hat jetzt voll lange gedauert, aber wir haben den Maverick gefunden im Atlantikwall. Mann, dieser Atlantikwall, der verfolgt er mich aber auch hier immer dauerhaft, ne? Das ging noch. Können wir bewegen. Oh, wir haben schon was Gelbes auf der Karte direkt. Noch lange nichts zu bedeuten. Ein deutscher Offizier, der auf der Jagd ist. Muss ich natürlich auch aufpassen. Er kraxelt wahrscheinlich irgendwo rum. Der deutsche Offizier hat keinen Schimmer wo. Kann schnell gehen oder auch nicht? Boah, schreck mich doch nicht so. Alle tot. Sehr irritierend, ne? Wenn er so rumschreit. Ich kein Wort verstehe. Der lebt noch. Tauben machen komische Sachen. Vergiss immer auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu gucken, der ist super wichtig. Der Offizier hat sich beruhigt. Aber der ist in der Richtung gelaufen. Warum sind so viele Kisten? Ich werde da lang abgehauen. Ah, ne, kann er nicht. Ja, wir sind da vom Kreis gegangen. Missionsgrenze. Ah, ich laufe vorne in die Missionsgrenze rein. Gut, gleich gibt es ein Telefon, aber hier ist keins. Ich sage, der ist entkommen. Den wachsamen Auge der Soldaten. Ja, schon ein schöner Anlasspunkt direkt, aber... nicht genug für mich. Oh, was ein Feld, ey. Absolut keinen Deutschen mehr hier. Nirgendwo. Weit und breit nicht. Das ist ein Gebüsch neben dir hockt. Ja, echt schwer zu erkennen dann. Hatten wir ja mal ein lustiges Video. Sogar ein TikTok habe ich daraus gemacht. TikTok 320 Spiele. 2320 Spiele ist. Oh, wo habe ich das nächste Telefon? Ich bin da. Ich muss einfach in der Richtung. Okay. Also mutig jetzt hier, was soll's. Den letzten haben wir auch da erwischt, tatsächlich. Kaputt gemacht. Ich würde auch übers Feld rennen, tatsächlich. Auf Weg vom Telefon jetzt. Ich hab Verdacht. Schwer irritierend. Nee, eher außersehen mit erwischt. Da mal auf Verdacht. Das hat er alles schon gesprengt. Und das nicht gerade eben.
Okay, ich brauche ein Telefon. Ich habe keine Ahnung. Täubchen. Oh. Oh, das ist ein bisschen blau. Deutscher Soldat, der total tiefenentspannt ist. Es ist manchmal schwer, zu so einem Telefon zu kommen, oder? Sind wir ehrlich? Bitte nicht vermint, bitte nicht vermint. Muss mich konzentrieren. Und wo ist er? Wow. Genau in der anderen Richtung. Viel, viel Deckung. Hier ist scheiße. Ist einfach zu verwinkelt, so eine Stadt. Grober Anhaltspunkt aktuell. Auf ein Deutscher. Danke. Was ist denn da für ein Standort? Schöner Stamm, so ätzende Panzermine. Mit dir? Markiert. Oh, da ist gerade was geleuchtet aus dem Fenster. Mach die Jagd auf mich! Da geht der Deckung manchmal nicht. Ist auf jeden Fall im Haus. Er wartet auf mich. Aber ich kann nicht Suizid machen gehen da oben. Falls man keine zweite Granate kriegt. Ich höre ihn sogar. Das erwischt mich.
Boah, der war gut. Aber wir haben gewusst, wo er war. Wir haben es gemerkt. Oh Gott, der war schwer. Aber ich war ja auch mutig, bin reingegangen, ne? Und hab dann hier draußen 8000 Jahre gekämpft. Das wäre ja richtig kacke. So, ich will aber den 48. voll haben, auch wenn schon mal eine Stunde 6 sind. Christ Joel, 99. Ach, ist auch eine andere Map. Wo wir heute schöne Maps gehabt, muss man sagen. Die ersten Kills gingen gut von der Hand. Ich hab schon seine Position. Ah, fuck. So will ich das nicht. Was? 27. Manchmal fällt dir echt kein Name ein. Oh nein, nicht geheime Waffen. Gott, wenn wir da keinen Anlasspunkt haben, dauert das eine Woche, bis ich den hab. Oh. War schon knallrot hier. Selbst der Panzer. Fahrzeuge. Da hilft nur eine hohe Position. Die gehen alle nach da. Jo, hier gibt Gas. Ich werde gleich sterben. Vor mir. Keine Optik. Sichtfeld. Das Schießen lässt mich nicht irritieren. Hi. So, man kommt da hinten doch rein irgendwie, ne? Boah, das wäre weit. Das wird böse enden. Für dich. Warum rennt er dahin? Warum rennt was? Sind alle nur gelb. Er hat sich versteckt. Aber sind auf der Hut. Oh. Hä? Eigentlich unfair, weil er gar nicht in meine Richtung geguckt hat. Warum habe ich das Leuchten sehen? Alles klar. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir bestimmt diese zwei Kills hinbekommen für das K98, also den Karabiner 98K. Bis dann.